Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmblog. Ich bin gerade noch ein bisschen bei Niklas am Gülle fahren. Da muss ich hin. Der hat nämlich Gras gemäht und jetzt fahren wir noch ein bisschen das Grünland hier voll. Genau, mal gucken, ob ich morgen auch noch fahren soll. Sonst kann ich noch ein bisschen mehr filmen. Jetzt wollten wir, glaube ich, noch ein bisschen den Silo mit abdecken. Dann noch ein paar Reifen mit dran und so. Ja, mal gucken, ob ich heute noch ein bisschen was gefilmt kriege. Christoph wollte sonst auch noch kommen für eine Drohne fliegen. Mal gucken, was heute noch von wird, ob ich noch ein bisschen Material kriege oder nicht. Schauen wir denn mal. Genau. Mit dem Waldrahmen, was war das? N 121 war das, glaube ich. Das ist der gleiche vom letzten Mal. Den habe ich jetzt gerade noch mit. Genau, und dann eben Schlankweg aufs Grünland. 10 km/h fahren wir jetzt. Mit dem, was war das jetzt? 12,5 fast? 10,5? Ich kann es nicht mehr. Ich glaube 10,5.000 Liter hat das. Genau. Und dann fahren wir hier noch ein bisschen was voll. 80 Hektar hat er jetzt gemäht. Da kannst du ein paar fast hinfahren. Jo, letzte Fass für heute. Mit der Drohne haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Mal gucken, vielleicht fahre ich morgen noch ein paar Fass. Genau. Dann machen wir nämlich gleich Feierabend und sieht schon gar nichts mehr. Ist jetzt, wie spät ist das? Kurz nach 10 irgendwie und wir müssen so ein bisschen durchs Dorf da immer. Und ja, bevor sich dann noch einer beschwert, machen wir lieber Feierabend. Können wir noch ein schnelles Bier trinken und dann, dann reicht das. Ich muss morgen sowieso wieder um 20:04 raus, weil ich morgen noch wieder melken will. Oder ja, melken bin. Genau, dann kann ich sogar noch ein bisschen schlafen, das ist auch nicht schlecht. Melken ist durch, ich bin jetzt gerade auf dem Weg wieder nach Hause. Thema Heu machen und so. Irgendwie wollen jetzt auf einmal alle morgen mähen, aber irgendwie, ich sehe das noch nicht so. Ich meine, im Moment ist das noch relativ warm und morgen soll es auch noch wärmer werden. Aber ja, weiß ich auch nicht. Meine App sagt jetzt noch für übermorgen Regen an. Kann natürlich sein, dass es wieder weggeht. Oh, ich weiß es auch nicht. Das ist jetzt irgendwie, wenn alle anfangen, ne, das ist immer schwer nicht mitzumachen. Aber ich glaube, ich mähe noch nicht. Vor allen Dingen, weil ich auch noch nicht so richtig fahren kann. Ich gehe da gleich nochmal wieder rüber übers Stück. Aber ich glaube, das ist mir noch zu nass. Die andere Möglichkeit, die ich eventuell noch vielleicht sonst mache, da sehe ich das stehen lasse, wo das nass ist. Wir müssen sowieso noch was anderes mähen im Naturschutzgebiet da. Da dürfen wir erst ab 1.7. hin und dann, wenn wir das abmähen, dann mähen wir das zu Hause, was dann stehen geblieben ist, auch mit ab. Das wird natürlich gehen. Das muss ich mir nochmal überlegen. Moin. Und Thema Kartoffeln. Da war ich gestern noch eben hin. Da können wir sonst die Tage auch noch mal eben hingucken. Also die kommen jetzt alle gut durch, aber das kraut natürlich auch, weil es so warm war und der Regen, ja, das wächst wie Hulle. Das ist auch so ein bisschen, also Problem und Vorteil zugleich. Die Kartoffeln wachsen natürlich gut, aber das Kraut auch. Ich muss auch unbedingt rein zum Striegeln und zum Anhäufen wieder. Also erstmal abstriegeln und mal gucken, ob ich am gleichen Zug wieder aufhäufel oder eine Woche später, muss ich mal gucken. Aber ich kann da, glaube ich, jetzt auch noch nicht so richtig fahren. Wie gesagt, wir hatten ja 32 Liter jetzt wieder. Letzte Woche 30 Liter, diese Woche nochmal wieder 30 Liter. Das trocknet nicht richtig schön ab. Ich war da gestern einmal rüber vorgewendet, die sind noch matschig. Innen drin wird es sogar vielleicht gehen. Also Wege waren einigermaßen fest. Oh, keine Kartoffeln raus. Wege waren einigermaßen fest, nur oben drauf. Das war halt noch ein bisschen feucht, das, die Erde. Das muss natürlich ja, schön trocken sein, damit ich das Kraut auch gut rauskriege. Aber das gucken wir mal. Ich baue gleich erstmal den Striegel zusammen und ja, dann hole ich vielleicht schon mal Mähwerk raus, dass das zur Not alles schnell geht. Genau, die Roder müssen irgendwann nochmal raus, dass ich den Höhenförder aufbauen kann. Aber das seht ihr dann. Ich will nicht so viel Auto schnacken. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Farmblog. Nee, das habe ich schon gesagt. Wir holen endlich den Deck mal wieder raus und zwar den schönen Fortschritt. Den wollen wir nochmal einmal wieder durchgucken. Ein paar Baustellen sind dann noch, Kühlwasser einmal runterlassen, Bremsleiter müssen wir einmal nachgucken und dies und das nochmal aufschreiben, was wir da neu machen wollen. Und ja, wir sind schon alle aufgeregt. Yannick sitzt da oben, falls der durchgehen will, dann schneidet er die Bremsleiter, die Kraftstoffleitung mal eben durch. Ich betätige die Bremse, die liegt da hinten, das Holzstück. Und Christoph fährt mir eben so Strom. Feuerlöscher ist auch drauf, sehr schön. Wir sind gespannt. Warte, ich muss irgendwie erstmal ein gutes Bild haben, wo man den Rauch gut sehen kann. Wo gehe ich denn am besten rauf?
Ja, ja. Ich glaube, das geht so. Kann ich? Jo. Hast du die Bremse gelöst? Ja, müsste frei sein. Nach einem Jahr Standzeit. Komm. Alter, auf den Schlag! Das ist doch gute alte Technik. Auf den Schlag. Ein Jahr nicht gelaufen, einmal drehen, fertig. Das ist doch Technik. Das ging. Da kommt Sven Scooter Rock noch mit raus. Drescher ist wieder in seinem Häuschen drin. Wir haben jetzt noch mal eben aufgeschrieben, was wir alles noch machen müssen. Und dann gehen wir ja irgendwie übernächste Woche dabei. Können alle Sachen schon mal bestellen, die wir brauchen. Und dann geht's da erstmal weiter, aber erstmal kommt Mähwerk in der Reihe, denn Mähfieber steigt. Und zwar will ich morgen schon mal mähen. Allerdings nicht bei mir, sondern für meinen Nachbarn, der will morgen anfangen mit Heu machen. Das ist ja wirklich Pokerspiel im Moment, ne? Ich war eben nochmal über Fläche und das ist aber immer noch nass, das patscht immer noch, deswegen ich will eigentlich noch nicht mähen. Ich kann nochmal eben den Wetterbericht zeigen für diese Woche. Also heute 18 Grad, wobei das jetzt auch schon wieder wärmer ist. Ich gucke in eine andere App auch nochmal. Dann 23, 24, 20, 23, 23 Grad und kein Regen steht hier. Allerdings. Achso, Auto ist das. Allerdings soll das nächste Woche am Wochenende noch mehr Sommer werden, von 27 bis 30 Grad, da bin ich so ein bisschen auf Spekulationsfahrt gerade drauf, dass das Grünland noch ein bisschen abtrocknen kann, weil es echt nicht regnen soll. Und das Wetter zum Trocknen wäre natürlich dann besser. Ja, jetzt ist das halt so eine Sache, ne? Kommt das Wetter, kommt da kein Regen? Ja, muss man mal gucken. Wir mähen erstmal das von meinem Nachbarn morgen ab und dann sehen wir mal weiter, wie das Wetter und der Wetterbericht sich verhält. Mal gucken, ob wir auch schon mähen oder noch ein bisschen warten. Allzu lange wollten wir eigentlich nicht warten, oder ich wollte nicht so lange warten, dass das Gras nicht noch zu alt wird, weil das legt sich jetzt schon wieder hin. Und dass ich auch noch einen zweiten Schnitt kriege, von der Zeit wird das uns eventuell noch knapp. Aber das gucken wir mal. Erstmal das andere mähen. Genau, wir gucken nochmal eben Messer nach, aber eigentlich sollte das soweit einsatzbereit sein, glaube ich, oder? Hier können wir eben neue runter. Genau, einmal Trecker nachgucken. Tanken, im Öl noch gucken und dann kann das losgehen morgen.
So, Grill kommt gleich. Mehlweg ist soweit fertig. Einen Frontscheibe bauen wir noch ab. Wir lernen hier ein bisschen da draus. Letztes Mal beim, oder was ist, ne, vorletztes Mal war das glaube ich schon, vorletztes Jahr, ist beim ersten Schnitt uns nämlich die Scheibe rausgeflogen. Gibt es auch ein Video von. Habe ich sogar gefilmt, den Moment, als sie geplatzt ist. Dieses Jahr sind wir schlauer und nehmen die gleich raus. Das ist diesmal auch relativ einfach. Und da haben wir selber so Bolzen mit reingesetzt. Die hier, die sind einfach nur mit so einem kleinen Klappsplink gesichert, kann man rausziehen und dann hast du die ganze Scheibe schon in der Hand. Ja, und die Feder musst du eben einmal aushängen, dann kannst du sie rausnehmen. Genau, ich fülle noch ein bisschen Öl drauf, da kann auch eben Liter mit drauf. Und dann ist er soweit schon einsatzbereit. Tanken tue ich morgen noch eben. Dann kann das eigentlich so losgehen. Ja, ich mache jetzt nur eben, dass das so reicht, dass er in der Mitte ist, nicht zu viel. Weil der sowieso Ölwechsel kriegen soll. Ich will das Mähen jetzt eben fertig machen. Und dann kriegen die beiden Kleinen auf jeden Fall noch Ölwechsel, dass sie vor dem großen Mähen bei uns vom ersten Schnitt noch fertig sind, dass sie einsatzbereit sind und so. Ja, alle Filter natürlich neu, Ölwechsel. Einmal noch einmal nachgucken, dass sie auf jeden Fall nicht ausfallen während der Ernte. Genau. Achso, und morgen will ich eigentlich noch, wenn es geht, schnell zu Kartoffeln, dass ich da das Striegel nochmal fertig kriege, wenn das trocken bleibt. Da muss ich auch noch irgendwie hinterher mal eben. Jawohl, nächster Tag, Scheibe ist wie gesagt raus und geht los mit Mähen. Ich mähe jetzt erstmal zwei Flächen für meinen Nachbarn ab und dann laufe ich hier einmal rüber, wie das da aussieht und eventuell mähen wir den Scheiß dann auch gleich eben mit ab. Der Wetterbericht ändert sich fast minütlich, würde ich fast sagen. Erst sollte jetzt diese Woche gar nicht so gut werden, jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus mit 25 Grad und kein Regen und so. Und vorher sagte die nächste Woche soll richtig Sommerwetter und Hitze kommen mit 30 Grad plus. Ja, das ist jetzt alles wieder weg. Ja, keine Ahnung. Deswegen nehmen wir wahrscheinlich jetzt erstmal einen Teil. Ist Pokerspiel, ob das jetzt gut geht oder nicht. Irgendwann muss man ja anfangen. Ich denke mal, jetzt fangen wir jetzt mit einem kleinen Teil an. Und da hoch. Es gibt auch noch eine große Ankündigung, aber ich glaube, das mache ich erst beim nächsten Vlog. Genau. Ich fange jetzt mal an zu mähen, guck wie das geht. Mal gucken, ob ich dann für unsere Flächen das ohne Mähweg anbaue oder das hier. Wir haben erstmal das Bezeck genommen, weil das ohne stand ein bisschen weiter in der Ecke. Da kam ich nicht ohne weiter dran, da hätte ich noch andere Sachen wegnehmen müssen. Und die Fläche weiß ich auch nicht genau, ob da ein Steinfleck liegt, deswegen will ich lieber da einen Stein reinkriegen in eine alternative Krone. So, die ersten Schwaden liegen. Geht gut bis jetzt. Ja, halbe, dreiviertel Stunde gestanden. Aber jetzt kann er losgehen. Hier ist Straßengang und
Brayton Hell. Naja, so, alles ab. Und ich glaube, wir müssen die Klingen wechseln. Das ist auch kein Wunder, wenn der Trecker jetzt zum Würgen kommt. Das wurde jetzt sowieso ein bisschen weicher, der musste mehr ziehen. Und ja, wenn man sich die Klingen so anguckt. Ah! Na, wo ist eine? Drehen, drehen, okay. Ja, warte, kann ich das filmen so? Ja. Hier, da. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schwerer zu schneiden geht mit so einem Flacheisen. Naja, jetzt sind wir ja fertig. Wechseln wir. Werkstattwagen ist halt da, ran voll mit Klingen. Wird gleich wieder fertig gemacht und dann gucken wir mal eben bei uns auf der Fläche. Ah, besser. Ja, bei uns auf der Fläche mal eben und ja, dann geht's. Vielleicht heute Abend noch eben zwei, dreimal rummähen, dass die Kitze da weiter rauskommen. Also hier war jetzt kein Kitz drin. Wir haben noch gar keine gesehen. Oder wir machen das morgen eben ab. Oder nochmal ein Bedabrick gucken. Wir schauen mal eben über die Fläche, wie nass das da ist. Story. Diese Kopfhörer kann ich auf jeden Fall empfehlen, habe ich in meiner Beschreibung auch verlinkt, da sind die mit Kopfhörer. Und zwar ja, war hier meine Freundin mit dem Auto, hat mal eben geguckt und da habe ich die Kopfhörer oben aufs Dach gelegt. Ja, ich komme wieder auf den Träger für meinen Kopfhörer aufziehen. Scheiße, wo sind die geblieben? Oh nee, die habe ich aufs Dach gelegt. Ich wieder hinterher gesprintet. Ja, da war sie schon längst weg. Und mein Handy hat Christoph gerade mit, weil er die Drohne damit bedienen muss. Das geht nur mit meinem Handy im Moment. Ja, und deswegen hatte ich ja kein Handy zum Anrufen. Ja, naja, jetzt eben kam sie wieder. Ja, das ist mir nach, weiß ich, 2-3 Kilometern runtergefallen. Voll auf der Straße. Der Knopf ist zwar ab, aber kommt man wieder rausstecken. Aber sonst nichts mit den Dingern passiert. In voller Fahrt mit, weiß ich, 80, 90 runtergefallen. Klar, ein paar kleine Kratzer hat er hier, aber sonst funktioniert. Top Dinger. Kann ich empfehlen. Naja, so, weiter zum Grasmähen. Viermal habe ich jetzt rum. Aber man kann merken, der hat doch ein bisschen zu kämpfen. Das ist echt mega hoch, das Gras. Ich glaube, so hoch war das nie. Aber das sage ich irgendwie jedes Jahr. Oh, da klingelt das Telefon. Christoph, Moment mal eben. So, das war Christoph. Nochmal eben alles abgeschnackt. Also nicht wundern, jetzt habe ich ein Handy. Ich habe das von meiner Freundin jetzt mal eben, dass ich zumindest Christoph anrufen kann. Ohne Handy ist doch ein bisschen sehr scheiße jetzt gerade. Ja. Jetzt bin ich erreichbar zur Not. Naja, so, ich mach weiter. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, das Gras ist so mega hoch. Das sage ich, glaube ich, jedes Jahr, aber irgendwie wird das wirklich jedes Jahr höher. Ich muss mir das alte Video nochmal angucken. Könnt ihr natürlich auch gerne machen von der letzten Heuernte. Mal schauen, wie hoch das da war. Naja, aber jetzt natürlich auch noch einen Monat später als letztes Mal. Ich glaube, letztes Mal hatten wir einen Monat früher schon gemäht. Naja, aber ich hab Bock.
als 4 Grad. So macht das Spaß. So, ich teste mich jetzt mal an die nasse Stelle hier ran. Mal gucken, ja, da bin ich ein bisschen nass, wir fahren ein bisschen weg. Und dann teste ich mich mal langsam ran, wie weit ich da hin kann. Also Spuren wollte ich auf jeden Fall nicht machen, wenn das zu nass ist, dann hat er auch keinen Zweck, dann konnte ich das ja auch nicht. Aber bis jetzt geht das ganz gut, auf anderen Fläche war das überhaupt nicht nass, das hätte ich gar nicht gedacht. Auf eine ist auch eine Ecke immer, bevor ich das, aber da kann ich auch so rüberfahren, das ist klar. Naja, schauen wir mal. Hier wurde das eben einmal kurz kriminell, also man sieht, dass hier fängt an nass zu werden. Da musste man eben Differential drücken, dass man nicht poolt, aber das ging gerade. Gut, dass ich die breiten Reifen drauf habe. Ich glaube, mit schmalen Reifen wäre es noch nicht gegangen. Kann man hören, der hat ein bisschen zu bürgen. Hier wird es feucht. Da ist auch so ein bisschen gepult. So, jetzt fängt an. Hier ist weich. Geht aber noch nicht. Das Differential drücke ich, dass er schön beide Reifen zieht. Ich habe eine Seite, dass er alles aufreicht. Dann geht das jetzt. Aber ich will jetzt gleich von der anderen Seite, dass ich hier nicht auch wieder durchfahre. Muss ich da auf jeden Fall noch nicht rein. Dann sehen wir dann andere Fall mit ab. Aber ich würde sagen, das Düngerstreuen hat sich noch gelohnt. So gut stand das Vorgewende echt noch nie. Und was für schönes Gras. Gucken, ja, mäht alles schön. So sieht das gut aus. Wirklich richtig schönes Gras, auch dunkel auf jeden Fall. Also Dünger hat auf jeden Fall gewirkt. Sehr schön. So, jetzt bin ich nochmal ein, zwei Mal in der Mitte durch. Und ja, dann mähe ich immer von innen nach außen, falls da was drin ist, dass das auch noch eben rauslaufen kann. Und dass ich dadurch ins Nasse nicht wieder durchfahren muss, dann mähe ich von hier da weiter ran, dass ich nicht ins Nasse reinfahren muss. Hier, da kann man sehen. Nee, kann man nicht. Hier steht ein ganz bisschen Wasser, da ist so eine Lunke. Aber mal gucken. Ich will das jetzt auch nicht sofort auseinanderkehren. Meine Hoffnung ist auch, dass das jetzt ein bisschen, wenn das trocken ist, dass die Bodenfeuchtigkeit jetzt aussteigen kann. Wenn das so dicke Matte ist, da kann ja kein oder schlecht Wasser entweichen jetzt. Wenn das so ein bisschen im Schwett liegt, ja, kann die Feuchtigkeit hier noch ein bisschen besser raus. Deswegen will ich das auch nicht ganz auseinanderkehren oder nicht gleich sofort. Das kann erstmal noch ein bisschen liegen. So, eine Recke kam mir gerade eben raus. Irgendwo hier saß sie. Hier sind die Gestellen. Aber normalerweise sollten die Kitze hier alle raus sein. Die sind eigentlich schon zu alt jetzt. Naja, aber weiß man ja nie, wenn da ein paar Nachzügler dabei sind. Irgendwo hier saß sie. Tja, mal gucken. Ich fahr vorsichtig weiter. Ich guck noch mal ein bisschen und fahr dann weiter. Aber eine ist auf jeden Fall raus. Mal schauen, oder ob die nur so hier geschlafen hat. Kann es auch haben. Jawohl. Ah, so. Hier erstmal ab. Oh. So Jungs, ich hab meinen Scheiß ab. Und hier. Gucken. Ich rufe die sonst gleich mal eben an oder. Ich kann erstmal noch irgendwas zeigen. So, das habe ich jetzt alles stehen lassen. Hier ist zu nass, da will ich nicht unbedingt reinfahren. Hier war das gerade noch Grenze. Also hier habe ich jetzt immer die ganze Zeit gedreht, deswegen ist das hier so ein bisschen aufgeweicht. Aber man sieht ja hier, ist nicht ganz so schön, deswegen soll das hier erstmal abtrocknen. Aber Futter ist da drauf, noch und nöcher. Und wirklich schönes Futter auch. Kann man hier sehen. Tipptopp. Wenn das Wetter jetzt so hält, dann wird das normalerweise, wenn alles gut läuft, 1A Futter. Hoffen wir das Beste. Ich habe jetzt auch noch, was heißt, ich habe das jetzt festgestellt, das wusste ich vorher auch noch. Der Unterschied ist natürlich beim Kreiselmäher, also Kreiselmäher und Scheibenmähwerk, das Scheibenmähwerk. Der Kreiselmäher hat natürlich noch ein bisschen mehr Schwung. Wenn das mal dick wird und schwer geht,
dann drehen die Kreisel sich ja noch und ja, schieben die dann noch ein bisschen durch. Da verliert der Trecker nicht ganz so schnell und ganz so viel Drehzahl, als wenn hier mal eine dicke Matte kommt, da geht ihr doch ab und zu meine Knie. Ich kann das mal eben zeigen. Das ist jetzt halt ein Scheimähwerk. Wie sehen die Klingen aus? Oh, die gehen ja noch eigentlich. Die sahen bei dem anderen schlimmer aus. Ja, können die auch wieder drehen. Aber zur Not gehen die noch. Hier sind halt Scheiben unter und ich kann gleich nochmal eben das andere zeigen. Das andere ist ein Trommelmähwerk bzw. Kreiselmäher. Wollen wir mal eben sauber machen. Ja, da filme ich gleich nochmal eben hin. So, mal gucken, was die Jungs sagen. Christoph hat ja gerade eben angerufen. Na. Oh. Du hattest angerufen. Hörst du mich? Hörst du mich? Da gibst du was für die Kauleiste. Was denn? Ja, warte mal, lass mich mal drauf. Ja, der geht gleich weiter. Ja. Warte, ich filme das mal eben. Mal sehen. Schockt oder was? Ah, die hören mich nicht. Ich würde sagen, wir schalten eben zur Drohne. Bis gleich. Ja, siehst du, mit Christoph hatte ich jetzt eben noch telefoniert, habt ihr vielleicht gesehen. Da läuft alles. Genau, so, ich wollte den Kreiselmäher nochmal eben schnell zeigen. So sieht das nämlich aus, das sind halt diese Gleitteller und oben die Kreisel dran, deswegen auch Kreiselmäher. Das ist halt wie so eine Riemenscheibe, die hat dann noch mehr Wumms, die nimmt den Schwung noch besser mit, deswegen lässt sich das nicht ganz so leicht ausbremsen. So, währenddessen gehen wir noch fleißig weiter. Was mache ich jetzt? Ich kann mir, glaube ich, mal eben ein Audi schnappen. Ich habe mir mal eben Anhänger noch ausgeliehen. Und zwar will ich dann auch Rundball neben aufladen. Ich muss morgen 6 Stück nach ihm wegbringen. Die mache ich wieder auf den Anhänger. Das ging letztes Mal echt gut. Und diesmal darf das Auto das Ding auch ziehen. Letztes Mal war ja ein bisschen überladen, aber der Audi darf, weiß nicht, was darf die ziehen? 2,5 Tonnen? Irgendwie so, glaube ich. Das sollte ein bisschen besser hinhauen dann. Genau, und wenn ich das fertig habe, dann kann ich vielleicht noch mal eben zu den Kartoffeln fahren und da schon anfangen zu striegeln. Wetter ist ja gut und Arbeit kommt jetzt die nächsten Tage sowieso genug. Was man schon mal weg hat, ist weg. Genau, mal gucken. Und irgendwas wollte ich noch erzählen, das fliegt mir die ganze Zeit im Kopf rum, aber jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr was. Irgendwas mit Mähen? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, fällt mir vielleicht gleich wieder ein.
Ich weiß nicht, ob ich das erzählen wollte, jedenfalls fällt mir gerade noch was ein, und zwar wegen Wenden. Wie gesagt, das hier wollen wir morgen wenden, denke ich. Das mache ich mit meinem kleinen Wender. Und da die anderen Flächen, die sind ja ein bisschen weiter weg, da habe ich jetzt nochmal gefragt, ob ich einen Trecker und Wender kriege. Oder nur einen Trecker, Wender habe ich zur Not ja selber. Da wollen wir dann jetzt schon mal eben einmal durchkehren heute Abend, weil ich morgen noch wieder arbeiten muss. Ich hoffe, ich kann vielleicht ein bisschen früher Feierabend machen, muss ich mal gucken. Und falls nicht, dann liegt das schon mal zumindest breit. Dann kann das da noch ein bisschen besser abtrocknen. Das dauert ja einen Tag länger, da, bis man da alles gekehrt hat. Oder eine Stunde länger, besser gesagt. Oh, ich bin vergesslich heute. Ach ja, genau, warum ich einen Trecker leihen will. Der 611er läuft ja im Moment noch nicht. Da müssen wir heute die Bremse eben zu Ende machen. Das wollen wir heute machen, dann läuft er hoffentlich morgen, dass wir aber heute zumindest schon mal einmal durchkehren. Mal sehen, wie fest sieht das denn an. So, ein bisschen angetrocknet ist das schon. Klar, das ist jetzt erst vor eine Stunde gemäht, aber ein bisschen ist er schon abgetrocknet, ist nicht mehr patschnass. Und hier ist wirklich trocken, das ist gut. Das gefällt mir. Mal eben schnell noch Wetter gucken. Achso, welche Apps sind hier denn drauf? Das ist ja nicht mein Handy. Ist ja bestimmt auch wieder so ein mega langer Vlog, aber naja. Hast mal mit, ne? So. Oh, aber die sind ja alle unterschiedlich, die Apps. Hier steht jetzt 23 Grad, 23, 23, 19, 17, 22, 21 Grad. Die andere sagt wieder was anderes, also sagt ja 25 und 26. Wir lassen uns überraschen, jetzt ist sowieso ab. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Okay. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Hier, wo ich gerade an dem Stück vorbeikam, wo ich gestern gemäht habe. Und zwar, der Vorteil beim Trommelmäher ist natürlich auch noch, dass du rückwärts mähen kannst. Deswegen habe ich bei den kleinen Ecken das Trommelmäher weggenommen. Da kannst du mal eben rückwärts in der Ecke schieben, dann mäht das auch noch mit aus. Das geht beim Scheibenmäher natürlich nicht, das kann nur vorwärts mähen. Allerdings auf schön großen Flächen ist natürlich angenehmer, das Krone zu nehmen. Da kannst du auch noch mal eben ausheben und so, hydraulisch. Das ist da angenehmer. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ah. So. Weiter geht's. Schwein gehabt. Heute ist, glaube ich, ich habe viele Glückstage, aber heute ist wirklich ein glücklicher Glückstag. Oh Mann. Ich komme gerade auf ein Kartoffelstück an. Guck zur Seite. Will ihn filmen. GoPro weg. Ich klemme mich hier mal hin. Oh, ist sie hier irgendwie auf dem Feldweg? Also, ich bin jetzt gerade zurückgefahren. Ist sie hier auf dem Feldweg eben vom Trecker runtergefallen? Alter Falter. Ich denke, scheiße. Und hier kamen gerade noch zwei Leute mit Hunden. Ich glaube, die sind hier auch vorbeigegangen. Ich habe gedacht, oh nee, jetzt lass sie bitte die nicht aufgesammelt haben, wenn die hier irgendwo liegt. Dass sie die irgendwo im Fundbüro abgeben oder so. Das wäre ja scheiße, ey. Ja, vielleicht sind auch abgebogen, jedenfalls die lag da einfach auf der Straße. Ein Glück habe ich euch wieder. So, wo drehe ich hier jetzt? Scheißegal, hier in Graben einfach. Oh Mann, das wäre ja kacke gewesen. Also die GoPro ist ja das eine, die kann man ja relativ schnell ersetzen. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich habe ich da eine Versicherung, weiß ich gar nicht. Jedenfalls, das wäre das eine, aber ärgerlicher hätte ich gefunden, dass die ganzen Aufnahmen dann weg wären für euch. Und für mich natürlich auch, ich komme das auch gerne an. Ja, das wäre scheiße gewesen, aber ja, kein Holz hier, toi toi toi. Wieder mal alles gut gegangen. Ein kleiner Glücksblitz manchmal. Naja, jetzt können wir endlich striegeln. Ich bin jetzt am Überlegen, bringt das was, bringt das nix? Das meiste Kraut steht auf dem Damm, das kriege ich so natürlich nicht weg. Dafür wäre das Striegel gedacht, aber wie gesagt, das ist zu lang. In der Reihe steht auch ein bisschen was, das grubbert der natürlich so ein bisschen unter, ist alles lose dann. Und wahrscheinlich geht das für den nächsten Häufelgang auch dann leichter, wenn das hier so ein bisschen aufgegrubbert ist. Hier ist ja alles schön locker, dann schmeißt er die Erde wahrscheinlich besser. Aber ist jetzt die Frage, Kosten, Nutzen. Bringt das wirklich so viel, wenn ich da jetzt überall noch einmal durchfahre, da bin ich auch ein bisschen bei. Und von Ballersprit muss er sein. Wobei, wenn ich jetzt gucke, hier ist eigentlich ja nicht so viel Kraut drin in der Wege. Klar ist ja überall ein bisschen was, aber meistens hier am Damm. Das kriege ich damit sowieso nicht weg. Das kriege ich, wenn dann nur durch Häufeln weg. Wenn überhaupt. Ich glaube fast, ich lasse das. Ich breche das jetzt hier ab. Ich glaube, das hat gar nicht viel Zweck. Mit dem Häufler müsste man ja normalerweise hier auch im Boden kommen. Ja, eigentlich soll das gehen. Ich glaube dann.
breche ich das hier ab. Ich gehe hier noch eben einmal lang, gucke, ob hier irgendwo noch mega viel Kraut in der Wege steht. Aber ich glaube, ansonsten lasse ich das. Ja. Kann ich lieber zu Hause eben meine Ballen auf dem Anhänger laden. Ich glaube, das hat mehr Zweck, als wenn ich hier jetzt weitermache. Naja, da bin ich zu spät, leider. Aber wir können noch mal eben eine Kartoffel so ein bisschen ausgraben, wie die da unter aussehen. Ich hoffe, die Kamera ist jetzt nicht gleich voll. Der alte Vlog ist dann nämlich noch drauf. Die muss ich erstmal runterlöschen. Das habe ich vergessen. So, mal gucken. Ob es schon bald Frühkartoffeln gibt. Aber ich fürchte, es dauert noch ein bisschen. Ach, jetzt aber hart auch mal. Also Kartoffeln sind ja auf jeden Fall noch nicht dran. Irgendwo bei einer Pflanze hatte ich schon mal so kleine Ansätze gesehen. Gucken, bei so einer größeren vielleicht. Da waren so ganz kleine Mini-Knollen. Ansätze waren da schon dran. Da kommt man schon eher an, wo die Kartoffel irgendwann mal wachsen soll. Na, nee, das ist schon Kartoffelkäfer. Ja, man lässt sie gerade etwas. Ah, hier doch, da. Das sieht schon besser aus. Das wird hier später mal unsere Kartoffel. Hallo für Frühkartoffeln. Na ja, gut, Frühkartoffeln sind wahrscheinlich jetzt schon bald vorbei, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange man die Frühkartoffeln nennen kann. Aber sie wachsen auf jeden Fall, aber zu ernten ist er im Moment noch leider nichts. Nächstes Jahr will ich wahrscheinlich ein paar unter Folie machen, dass sie schön früh kommen. Genau, mal gucken. Aber, hier kommen auch welche. Siehst du, hier ist ein Ableger. Der wächst ja auch schon fast aus dem Damm raus. Das ist nicht so schön. Hier wächst man hier lieber lang. Naja, aber es kommt auf jeden Fall was. Das ist schon mal schön. Aber irgendwie, ja, ist schön, wenn alles so wächst, was man alles bisher so geschafft hat. Das macht Spaß. Na gut, dann fahre ich wieder nach Hause. Und dann kommen wir weiter. Dann kriege ich vielleicht auch endlich mein Abendessen. Heute Tag 1 quasi. Ich musste heute noch arbeiten und freundlicherweise hat dafür mein Nachbar mir das eben durchgekehrt. Ich habe ihn ja seine Flächen eben abgemäht und dafür hat er bei mir eben gekehrt. Ja, dann sind wir wieder quitt und dann ist sie eben geholfen. Ich musste mir nicht extra Urlaub nehmen und dafür ist mein Gras aber auch auseinander. So sieht es jetzt aus. Oben drauf ist schon ein bisschen trocken, aber in unten drin, also nicht klatschnass, aber halt, ja, klamm. Ist ja auch gestern Abend erst gemäht, was kann man anders erwarten. Ja, ich muss mal gucken, wann der Vlog kommt. Heute ist schon Mittwoch, ich dachte immer, heute ist Dienstag, dass ich heute Abend schneiden kann und morgen hochladen. Ja, also es sei mir verziehen, wenn dieser Vlog mal nicht rechtzeitig kommt. Die letzte Mal habe ich es ja aber immer geschafft und auch sogar am Tag und nicht in der Nacht, wie sonst üblich. Genau. Das war das. Ich denke mal, ich habe einigermaßen Material schon. Ich will jetzt anfangen zu kehren auf den anderen Flächen, die wir neu dazugekriegt haben. Genau, und dann läuft das hoffentlich. Ich bin gespannt, wie das Wetter hält. Ja, aber ich bin ganz zuversichtlich eigentlich. Gucken wir. Naja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Guck gerne nächstes Video wieder mit rein, wie sich das Heu macht. Und dann, ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Vlog. Ciao.